Ja, also ich heiße Dr. Kurt Sternberger, bin wie gesagt praktischer Arzt ohne Kassenverträge. Und ich habe gesehen, da laufen Leute in meiner Arbeitskleidung herum. Ich bin verheiratet und habe 2 erwachsene Kinder. Ich habe hier im Krankenhaus Oberwart den größten Teil meiner Ausbildung gemacht, habe dann 7 Jahre in Winkerfeld gelebt und war 20 Jahre als Wahlarzt in der Steiermark tätig und bin vor 3 Jahren ins Burgenland zurückgekehrt. Diese Veranstaltung steht unter dem eigentlich sehr schönen Motto, red mal drüber. Und darum sollte es heute auch gehen, was ja eigentlich das Normalste der Welt ist. Wenn es Probleme gibt, sollte man am besten drüber reden. Um Missverständnisse so weit wie möglich zu vermeiden, möchte ich betonen, dass ich heute hier ausschließlich eigenverantwortlich als Mensch unter Menschen stehe. Ich spreche nicht als Angestellter irgendeiner Gesundheitseinrichtung. Ich spreche nicht als Vertreter irgendeiner politischen Richtung. Ich spreche nicht im Auftrag irgendeiner Kirche oder Sekte. Ich bitte ausdrücklich darum, nichts von dem, was ich sage, irgendjemandem anzulasten oder vorzuwerfen als nur mir selbst. Ich möchte vermeiden, dass irgendjemand unter Vorurteilen leiden könnte, zu denen ich durch diese Rede beigetragen hätte. Und um weiteren Missverständnissen entgegenzutreten, auch wenn ich heute hier stehe und spreche, so bin ich doch nicht derjenige, welcher über Regierungsmaßnahmen zu entscheiden hat. Ich bin aber derjenige, welcher ganz eindeutig, ganz unmissverständlich und ganz kompromisslos das Recht beansprucht, über das Leben und die körperliche Integrität von Kurt Sternberger zu entscheiden. Da es aber im Laufe der vergangenen Jahres 2020 ziemlich kompliziert geworden ist, über gewisse Dinge einfach so zu reden, möchte ich Sie bitten, ehe ich mit meiner eigentlichen Rede beginne, zur Ruhe zu kommen und ein Monument der Stille und Selbstbesinnung einzulegen. Als Unterstützung dazu soll ein Zitat des bekannten Psychiaters Viktor Emil Frankl zum Thema Gewissen dienen. Was einer in seiner äußersten Einsamkeit, damit aber auch in letzter Ehrlichkeit sich selbst gegenüber bedenkt und in innerer Sprache bespricht, das alles spricht er eigentlich zu Gott. Ich möchte heute mit Ihnen über Vernunft und Gewissen reden. Ich möchte aber nicht nur darüber reden, sondern meinen Verstand auch anwenden und auf mein Gewissen auch hören. Deshalb bitte ich die Versammlung an dieser Stelle eine Schweigeminute einzulegen. Ich werde dann ein kurzes, einfaches Gebet sprechen und im Anschluss mit meiner eigentlichen Rede beginnen. Ich bitte jetzt, alle eine Schweigeminute einzulegen und einen Moment lang zuzuhören, was ihr Gewissen ihnen sagt. Unser Vater im Himmel, der uns alle erschaffen hast und am Leben erhältst. Im Namen Jesu Christi bitte ich dich um die Hilfe deines Geistes und deiner Engel für diese Versammlung. Möge dein Geist mit uns sein. Amen. Red mal drüber. Worüber denn? Jeder Redner heute wird einen Beitrag aus seiner Sicht liefern und auch Sie als Teilnehmer an dieser Gesprächsrunde können zu Wort kommen. Verschiedene Ansichten zu präsentieren und eine Angelegenheit von verschiedenen Seiten zu betrachten, ist eine Herausforderung und sollte auf keinen Fall dazu führen, sich gegenseitig aufhetzen zu lassen. Reden wir drüber. Naja,
Genau das ist das Problem. Es wird immer schwieriger, darüber zu reden. Warum eigentlich? Soweit ich kann, möchte ich heute einen Beitrag als Friedensstifter leisten. Ich rede nicht von Frieden im politischen Sinne. Ich rede von Frieden in der Seele und Frieden zwischen den Menschen. Ich bin kein Soldat, der mit dem Maschinengewehr Frieden stiften will. Ich bin Arzt und glaube, dass Unfrieden in der Seele krank macht. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Angst macht krank. Stress macht krank. Streit macht krank. Was kränkt, macht krank. Beleidigungen machen krank. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier in der Nähe wohnt und arbeitet oder von weiter hier angereist ist, aber ich weiß Folgendes. Wir, die wir hier wohnen und wirken, wir sind voneinander abhängig. Und wir sollten miteinander reden können. Sonst machen wir uns gegenseitig krank oder vielleicht noch schlimmer, wir tun uns gegenseitig Gewalt an. Es ist keine gute Idee, sich gegenseitig als Verschwörungstheoretiker, Covidioten, Rechtsradikale oder umgekehrt als Schaf, Schlafschafe, Dummköpfe oder blinde und hirnlose Befehlsempfänger zu titulieren. Was kränkt, macht krank. Ich für meinen Teil werde heute nicht über Fallzahlen oder Intensivbetten oder PCR-Tests oder die Letalität von Covid-19 reden. Ich möchte mit Ihnen über Vernunft und Gewissen reden. Oder anders ausgedrückt, Hausverstand, Intuition, Mitgefühl und Mitmenschlichkeit. Es bedarf keines Universitätsstudiums, um zu begreifen, dass Bewegung an der frischen Luft und Sonnenschein gesünder sind als die Rückatmung der Luft in einem geschlossenen Raum und der Bewegungsmangel durch die Arbeit am PC. Es bedarf keines akademischen Titels, um zu verstehen, dass ein gesunder, symptomloser Mensch ohne Maske zumindest im Freien an der frischen Luft kein Mörder und kein Gesundheitsrisiko ist. Wenn jemand zu Weihnachten 2019 seine Verwandten besucht hat und vielleicht etwas verkühlt war, dann hat er schon damals gesagt, ich gebe dir heute nicht die Hand, ich bin etwas verkühlt. Oder kommt mir nicht zu nahe, ich glaube, ich brüte etwas aus. Wenn jemand zu Weihnachten 2020 seine Verwandten besuchen wollte, brauchte er dafür in vielen Fällen einen negativen Antigentest, ärztlich bestätigt. Menschen sind zu mir gekommen, die mich darum gebeten haben, ihnen einen Test zu machen, weil ihre Verwandten lassen sie nicht zu sich. Und das nicht, weil die Regierung das gefordert hätte. Nein, die eigenen Verwandten haben das verlangt. Die eigenen Verwandten. Was werden wohl manche Verwandten 2021 sagen? Wenn jemand vor einem Jahr gesagt hätte, Volksschulkinder sollen stundenlang Masken tragen, dann hätte jeder Kinderarzt gesagt, das ist für Kinder nicht geeignet. Jeder Pädagoge, jeder Psychologe hätte ihm zugestimmt. Und die Eltern wären entsetzt gewesen. Heute, im Jänner 2021,
sorgen manche Eltern und Kinder selbst dafür, passen gegenseitig aufeinander auf, indem sie sich gegenseitig denunzieren und mobben. Das erzählen mir Patienten unter vier Augen. Was ist denn da los? Ist das noch vernünftig? Und was sagt Ihr Gewissen dazu? Nun, ich kann es Ihnen nicht sagen, was Ihr Verstand und Ihr Gewissen dazu sagt, weil jeder Mensch seinen eigenen Verstand und sein eigenes Gewissen hat. Aber ich kann Ihnen sagen, was mein Verstand und mein Gewissen dazu sagen, und das würde ich gerne tun. Red mal drüber. Das ist in Oberwart. Mein Verstand sagt, es geht hier nicht mehr nur um Medizin. Mediziner diskutieren seit mindestens einem Jahr. Es geht um Autorität. Und da wird eben nicht diskutiert, sondern befohlen. Und mein Gewissen sagt, wenn du die Wahrheit herausfinden willst, musst du die Angelegenheit von verschiedenen Seiten betrachten. Wenn aber eine Seite nicht diskutieren will, sondern nur befehlen, dann funktioniert das Gespräch nicht. Und noch etwas sagt mein Gewissen, denn durch mein Gewissen spricht mein Gott zu mir. Er sagt, lies doch mal, was im Buch Daniel steht. Wer das Buch Daniel nicht kennt, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, der die Weltgeschichte vorausgesagt hat. Ähnlich dem Buch der Offenbarung im Neuen Testament. Da steht, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Das ist mein Trost. Das bringt mir wieder Frieden in meine Seele. Er hat alles fest im Griff, auch wenn wir es zwischendurch einmal nicht verstehen. Red mal drüber. Die Erlösung aus diesem Schlamassel wird weder durch eine magische Impfstrategie noch durch eine Änderung menschlicher Regierung kommen. Wenn ich auch heute hier spreche, so möchte ich mich dennoch von allem distanzieren, was den Eindruck erwecken kann, es ginge mir um einen gewaltsamen Regierungsumsturz. Ich glaube an einen Gott, der alles fest im Griff hat und über jede menschliche Regierung regiert. Das ist mein Trost. Hier ist mehr als menschliche Weisheit nötig. Zwei Autoritäten sprechen durch unser Gewissen zu unserer Seele und wollen unseren Gehorsam. Welchen Martin meinst du? Ich möchte betonen, ich rede hier nicht von Menschen, seien es Politiker, Ärzte, Lehrer, Journalisten oder sonst jemand. Ich rede von Denkweisen, Geisteshaltungen und innerem Zwiegespräch, das jeder Mensch in seinem Herzen führt. Die eine Autorität sagt, was zählt, ist das Allgemeinwohl. Alle machen mit. Was richtig ist, sage ich dir. Wer nicht mitmacht, ist böse. Muss sozial geächtet und notfalls noch härter bestraft werden. Hier wird nicht diskutiert, sondern gehorcht. Die andere Autorität sagt, was zählt, ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht immer ganz leicht herauszufinden. Komm, reden wir drüber. Jeder kann sich irren. Vielleicht solltest du auch mal die oder die Seite sehen. Wir sind alle auf dem Weg. Keiner hat die Wahrheit gepachtet, ist allwissend oder unfehlbar. Ich begegne dir mit Respekt, begegne du bitte mir mit Respekt. Wenn wir uns nicht einigen können, dann gehen wir halt ein Stück des Weges getrennt. Vielleicht treffen wir uns ja später wieder. Ich bin nicht böse und ich bin kein Mörder, weil ich die Freiheit beanspruche, über meinen Verstand, meine Seele und meinen Körper selbst zu verfügen.
Deine Autorität macht uns zu kleinen Kindern, unmündigen oder unwilligen Sklaven. Die andere Autorität macht uns zu freien, mündigen, glücklichen Menschen. Auf welche Autorität will ich hören? In meinem Herzen und in meinem Gewissen. Auf welche Autorität will ich hören? Die Zeit ist gekommen, da in einer globalisierten Welt jeder Mensch auf diesem Globus diese Entscheidung treffen wird. Bewusst oder unbewusst. Mein Anliegen heute ist, treffen Sie diese Entscheidung bitte bewusst. Sie werden dieser Entscheidung nicht entkommen.